Bitte, und willkommen zurück, meine Freunde des Dichtendattelns. Ihr kennt mich ja, mein Name ist Leech. Und uns sind viele. Und wir probieren jetzt Demo 2. Heißt Luto. Und das erste, was wir hier kriegen, ist schon mal Sprache auswählen. Aber bevor ich das tue, antworte ich auf Spawns Frage. Die war First Impressions, auch wenn du nicht auf Survival eingestellt warst. Für die Leute auf YouTube, es geht darum, ich habe gerade die Demo zu Borax gespielt, ein Survival Horror. Meine First Impression, die Viecher und Zombies oder was das gewesen sein soll, die sahen komisch aus. Ich weiß jetzt nicht, ob das Riesending in dieser Ecke mich getötet hat oder ob die Viecher mich getötet haben, aber wenn es die Viecher waren, dann habe ich nicht viel, also halte ich nicht viel aus. Und ich finde das Spiel, auch wenn es jetzt eine Demo ist, selbst in der Demo sollte das schon vorhanden sein, solltest dir, weil du scheinst ein Soldat zu sein, der auf eine Mission geschickt wird, oder ein Agent oder sowas, und die sollten dir wenigstens vorher bei denen quasi in einem Trainingslager wie so eine Trainingsmission geben, wo du quasi das Tutorial spielst, so was dich quasi so im Spielgrund erwartet. Du hast zwar jetzt nicht so Umgebung und nichts, und die Viecher werden jetzt auch nicht unbedingt simuliert, sondern du schießt meinetwegen auf Puppen oder so einen Scheiß, die halt aufploppen und runterfallen oder so. Aber so ein bisschen ein Training, dich vorbereiten, was das Spiel von dir überhaupt will, sollten sie schon machen. Alpha 04, ja, aber das sollte eins der ersten Dinge sein, die sie programmieren. Weil dadurch, wenn sie das Tutorial schon programmieren, wo dir die Grundeigenschaften des Spiels erklärt werden, wo du sie lernst, hast du ja im Grunde schon das Grundgerüst des Spiels programmiert. Den Rest kannst du dann drumherum noch dazu programmieren. Weißt du, was ich meine? Also das hätte eine Alpha schon, also ich hoffe es kommt, weil einfach so reingeschmissen zu werden, finde ich einfach immer nicht ganz so cool. Das mag ich eigentlich nicht so bei den meisten Spielen nicht. Aber ich bin gespannt, ich habe es nach wie vor auf meiner Wishlist, ich bin gespannt, was aus dem Spiel noch wird, ich werde das verfolgen. Und vielleicht spielen wir es irgendwann mal wieder. Who knows? Ich zünde mir jetzt eine Kippe an und schaue, was mich hier erwarten wird. Schauen wir mal. Broken Bird Games. Luto Demo, the choice. This demo is a standalone experience, a representation of what Luto will be. We hope you enjoy it as a small game in its own right. Please note that we are still in development and that the demo is a premature version of the game. You are likely to encounter some bugs and unstable performance. We are still working hard to improve the final experience. Important, this demo has no save system. Okay. Kein Speichersystem. Es ist auch mit Controller spielbar, sehe ich hier. Was haben wir denn so für Options? Hübsch ist es. So einen ähnlichen Affen habe ich mal meiner Nichte geschenkt.
Warte mal, das leckt aber auch so komisch. Drawing of a door with broken bars. Sie sind jetzt mit der Maus los. Warte mal. Huch. Hast du das noch nicht zugelassen? Vielleicht ja deswegen. Ich dachte, ich hätte es zugelassen. Do not stare at him. At whom? Is full of boxes from the move. The drawing should not be in that box. Who's calling? No, this is not a normal house. Why does it smell like iron? The path is open. Sitz. Oh, the path is not open. Is the Spiel laut genug? Das ist schon besser. Hier haben wir noch ein Bild. Drawing of a blue gift. Vielleicht finden wir auch VHS, die wir hier. Benutzen können. At whom should I not stare?
Links oder rechts? Ihr wählt. Oder auch nicht. Gut, dann will ich. They are no longer here. Keller gehe ich jetzt nicht. Okay, da komme ich nicht rein. Dann. Und wir haben ja noch ein Bild. Ich kann auch nicht laufen. Hier, oder? Der Herbert. Woher kennt ihr euch? Schweinehund. Left or right, which choice will be the good one? Warning, Amon. Vielleicht gehört es aber auch hierher. Müssen wir in den Keller. Bock habe ich jetzt nicht unbedingt. Wo war denn der? No longer here. Was war das? Oh, diese blöden Scheißdinger. Thank you.
jedes Scheißding. Was ist jetzt? Wants to play with you. Every time I look at you, you are happy. Why? It's not what I remember. Hate. Selfish bad. Your brother died hating you. 5-2-2. Drawing of a dark path. Things he likes. Who? That's what I remember. He hasn't drawn anything original for a long time. He just draws the movies he likes over and over again. I still don't understand why he keeps drawing like that. It doesn't match his age. He seems stuck in the unreadable past somehow. He looks happy, but why? He's been left alone and no one is paying attention to him. After all, he's been through. He should be crying. That's what I remember. Hier kommt das definitiv hin. 074-522. Die Frage ist, woanders auch noch eine Tür offen oder die ist ja zu. Ne? Danke.
Da ist das Bild drin, das letzte, was wir brauchen. Die ist zu. Warte mal. Wieso ist die offen? Weil ich den so rumschleudere oder was? Ja, ich bin halt auch richtig erschrocken. Stop watching me. Ja, das ist hier dann wieder. Ein Bild fehlt noch. In die Zimmer. Dann gehen wir halt nochmal in den Keller, oder? Dieses blöde Scheißding. Du klingst nicht sehr, sehr menschlich, deswegen hätte ich da jetzt nicht so unbedingt. Diesmal nicht, du Fotze.
Irgendwas übersehe ich doch. Das ist natürlich null sieben vier fünf zwei zwei. Null sieben vier fünf zwei zwei. Null sieben vier fünf zwei zwei. 0745522. I spy with my little eye. A little thing. And a little. I spy with my little eye. A little thing. And a little. Was willst du mir damit sagen? War das? Your dream is failing. Der war nicht im Keller. Was erwartet uns jetzt? Kann das einer aufschreiben, bitte? 725. War das eine?
Okay, das war nur eine Note. Ich dachte, das wäre ein Bild gewesen. Wo war jetzt die Tür? War die im Keller unten? Oder war das die hier hinten? Ich glaube, das war was im Keller unten, oder? Kennst du Luto eigentlich, Spawn? Kennst du nicht, okay. Kannst du mir das Video nochmal angucken? Ja? Ja? Eine Box auf so einem Tisch. Er ist jetzt so lang gesprungen, bis er's erwischt hat. Die 18, die wollte er unbedingt haben. Gentlemen, es startet ein neues Battle Royale der Avatare. Viel Glück an die Teilnehmer. Da war doch irgendwo eine Tür mit diesem blöden. Dings drauf, oder nicht? Sie hier schon mal nicht. Smiley. Smiley-Tür tauchte auf. So, das ist der Fernseher. Mir fällt da nur dieses Dings hier ein.
Glückwunsch, Spielisches. Wenn ich nicht bald weiterkomme, Computer, Ventilator einschalten. Blöder Hund. Aha. So bin ich früher runter. Später meine ich. Da war's. Zum Geier ist das hier. Die Box. Bleib ja sitzen, ich sag's dir. Jetzt sind's vier Zahlen. Zwei, fünf war's, oder? Irgendwann aufgehen jetzt. Dann lasst mal das Video noch mal angucken, weil dann nicht. Geht's ja noch weiter runter. Ha!
Doch, lasst uns das Video angucken. Ja. Eins. Sieben, zwei. Fünf. Eins, sieben, zwei, fünf. Ist aber echt ein komisches Haus, muss ich sagen. Du bleibst immer noch schön weiter sitzen, ja? Okay, wir haben den Schlüssel. Schön sitzen bleiben. Dankeschön. Eins, sieben, zwei, fünf. Ja, das brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Sorry, Bro. Was it so painful? You shouldn't have gone there. Where? Sorry. Nein! Aber ich kann ihn mal anders hinstellen. Vielleicht fällt es jetzt weniger auf, ich weiß nicht. Es kommt halt drauf an, wie ich zoomed in the game bin. Was war das? Oder wie halt auch nicht. Verzeihung, da muss ich einen Rauchen drauf. Was geht bei euch so? Hier, gebt euch den mal. Halt, hier bin ich falsch. Gentlemen, es startet ein neues Battle Royale der Avatare. Viel Glück an die Teilnehmer. Aber nö, nicht jetzt. So nicht.
War der zum Hören? Der Song? So, musste schnell was aufkrageln. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt ein Battle Royale abbreche oder ein Bossfight abbreche oder ein Mod eins von beiden abbrecht. Also zumindest passiert das, wenn ich mein Button drücke. Wer es weiß. Und mein Fokus, ja. Oh, wie ist denn der jetzt? Okay. Ja, ich kann die Sounds alle runterregeln. Wenn mir das nie einer sagt, weiß ich das nicht. Ich schaue mir zwar die Words an, aber solche Stellen sehe ich dann meistens nicht. Warum sind die jetzt weiß? Aber ich wollte den Fokus von der Kamera. Aber die waren doch vorher nicht weiß, oder? Wartet mal. Nee, die sind auch bei mir weiß. Also, kann ja nicht nur bei dir so sein. Also bei mir muss ja die Quelle sein, damit das bei euch dann so ist. Jetzt sind sie wieder normal, oder? Ja, gut, you're right, bro. Wie sieht es denn bei dir Mittwoch aus? Alles klar. Ja, nee, da komm, geh hier zurück. Wartet mal. Wie wär's, wenn wir da mal lang gehen? Ja, dann schaue ich, dass ich Mittwoch halt was anderes play. Vielleicht ein Gecko Hunt oder so. Ich frage mal, wie es bei ihm Mittwoch dann aussieht.
was it so painful? I don't know. I don't know what happened. No one is telling me. Bin ich diesen weiten Weg gelaufen? Und hab nicht mal ein Bild oder was? Ist der Weg. Nach unten. Gehen jetzt mal nach rechts. Was ist, wenn ich nach links gehe? Was war das? Ja, das ist mir ein bisschen mit zu viel mit Suchen. Ja, jetzt weiß ich nicht, wie ich den Satz beenden wollte. Wenn du mal was übersiehst, dann hast du gleich bei solchen Spielen gleich übelst das Problem. Das ist hier schon ein Labyrinth, muss ich sagen. Ach, da geht's auch durch. Klappt ihm? Mir, wenn ich euch sage, ich habe die Orientierung verloren. Hallo? 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 Ist da jemand? Hallo? Ah ja. Da ist das Paket.
Sind alle Kerzen an? Was ist... Was ist das jetzt? Was soll das jetzt? Führen die mich jetzt, wo ich hin soll? Was ist hier los? Mach das nicht. Wieso machst du mir die Kerzen aus, wer auch immer du bist? Jawohl. Was mache ich jetzt mit dem Blumengift? Was mache ich jetzt damit? Mann, das Licht hat mich doch definitiv... Ja. Es ist sogar auf zwei Bildern drauf. Ich meine, wir können uns gern nochmal waren wir. Die Tür haben wir nicht gefunden. Wir haben das Gift. Was ist die Tür? Also das mit diesem... Diese Tür mit dem Brett an der Wand, das ist runter. Das ist in den Keller runter. Das ist hier, glaube ich. Das ist die eine Tür. Oben haben wir ja nur den Raum mit... Meinst du, ich soll mal das Geschenk da oben hin tun, wo die ganzen TV-Bänder waren, oder was? Weil nur der Raum ist oben. Schauen wir doch mal. Aber ich muss doch sagen, es... passiert bis jetzt auch noch nicht viel im Spiel. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist oder...
Aber das Ding ist, ich kann ja hier nichts machen, außer mich aufhängen. Was ich vielleicht tun sollte. In dieser aussichtslosen Situation. Wir können nochmal in den Keller runtergehen und... schauen, was uns da erwartet. Aber irgendwas hat uns die Kerzen ausgepustet. Weil sonst wandern wir langsam über zu Spiel 3. Jetzt gerade nicht, wie das geht mit der Umfrage. Eine Wette ist ja keine Umfrage. Also sonst würde ich eine Umfrage starten wollen, ob ihr Mortuary Assistant sehen wollt, oder ich glaube, das andere Spiel heißt White Day. Das Remake davon auf jeden Fall. Müsste es sein. Okay, ich scheine richtig zu sein. Ja, deswegen sind wir hier im Keller, weil ich das nämlich auch vermute. Hier war doch das Package, ja genau, hier war das Package. Auf jeden Fall, auf was hättet ihr denn mehr Lust? Auf Mortuary? Auf Mortuary Assistant? Guten Morgen, ja. Oder auf White Day? Auf jeden Fall klippen, bitte. Wenn ihr sowas mit mir schon anstellt.
Ich glaube, wir werden bald wechseln. Gute Nacht, ich geh ins Bettchen. Alles klar. Gute Nacht, Bro. Danke fürs Reinschauen. Schlaf gut und träum was Schönes von mir. Dann sind wir jetzt halt wieder draußen. White Day? Okay. Ja, darauf hätte ich jetzt auch Lust. Muss ich ehrlich zugeben. Wechselst du unbekannter was? Ja. Das benutzen meine Arbeitskollegen oft. Ist dann schon eher kroatisch oder serbisch oder so. Du blödes Scheißteil! Wieso schwingt die Lampe jetzt? Vielleicht ist das hier. Nein. Ich weiß ja nicht, wo er ist. Ich kann ja nicht ins Radio reinsprechen, also das... geht schlecht. Sind wir hier wieder? Bleib bitte sitzen. Da gehe ich mal auf dich zu. Passiert nichts, okay. Sind wir hier wieder? Ja, keine Ahnung. We stuck. We stuck. Ja. Dann werde ich hier mal jetzt euch kurz in die Pause hauen, pinkeln gehen und derweil das Spiel wechseln. Also, bis gleich.